willkommen zu I Wanna Exit From Here. Ja. Gut, wir sind am letzten Boss angekommen. Und heute ist die Aufgabe, den letzten Boss zu besiegen. Im Endeffekt. Ich werde das so machen wie immer bei diesen Bossen, die das Potenzial haben, lange zu brauchen. Ich werde erstmal eine halbe Stunde, also zwei Videos, durchlaufen lassen. Mit Commentary und Taste nicht gesehen. Und dann werde ich anfangen zusammenzuschneiden. Es gibt mindestens zwei Videos. Nochmal, sollte ich es in einer Viertelstunde schaffen, aber je nachdem. Maximal drei Videos, so kann man das sagen. Maximal drei, mindestens eins. So, dementsprechend, ohne weiteres großes Vorgeblaber, machen wir das jetzt hier nochmal gerade. Wir müssen allerdings nochmal gerade kurz in Gedächtnis rufen, was er denn nochmal alles kann. Ja genau, kann wirbeln, kann er. Überzeugend wirbeln. Das kann er. Ball kann er machen. Ja, bitte nicht genau um die Ecke kommen. Ja. So, und jetzt kommen die Dinger von oben. Sollen wir uns langsam bewegen. Und das war es doch schon, oder was? Oder kam noch irgendwas? Ich glaube, ich meine, das wäre es schon gewesen. Jetzt fängt er nämlich wieder an zu drehen. Sehr gut. So, jetzt kommt das Ding hier. Mit den komischen Bomben, die... Oh, das war nicht klar. Die komischen Bomben und den komischen anderen Gegnern. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ach komm! Oh, ja, das wird halt so lange dauern, ne? Bis ich das... Ich meine, die Phasen sind alle nicht sonderlich schwer, aber sie haben halt alle das Potenzial, dass man dann trotzdem stirbt. Daher, das zackt dann aber wieder. Ziemlich ordentlich, um genau zu sein. So. Oh, Alter, das war super knapp. Ich glaube, man kann ihn übrigens auch schon deutlich früher in die zweite Phase bringen. Aber ich verpasse so gefühlt jede zweite Phase, wo man ihn Schaden machen kann. So. Jetzt. Das hier ist halt auch super RNG-based, ne? Komm schon, ja, du musst da rein. Oh, das war scheiße. Oh, jetzt hatte ich auch gerade Glück mit dem. Ah, ja, da war ein Hit. Da habe ich keinen Glück. Ja, die Viecher müssen dann halt auch oder relativ schnell sterben. Aber ansonsten gehen die mir wahrscheinlich irgendwann ziemlich hart auf die Nüsse. Ach scheiße, das war wieder nicht gut. Oder? Ja. Das könnte gut werden. Oh ja. Also es ist halt schon... Und? Oh ja. So, jetzt müssen wir... Auf zur dritten Phase, sind wir wieder schneller in der dritten Phase, als ich erwartet hätte, muss ich sagen. Ich habe aber immer noch nicht hier rausgefunden, wie man den Schaden macht. Ich warte einfach mal auf die Faust, die man dodgen muss. Ich weiß ja, dass sie kommt irgendwann. Scheiße. Okay, das macht mal geschmeidige 100 Schaden. Das heißt, das muss ich 5-mal machen, ne? So, was? Die Frage ist halt jetzt, was kommt jetzt? So, mit dem bisschen Schaden machen? Oder mit der Wärmung? Aber dann ist jetzt nicht ernsthaft alles, oder? Weil dann habe ich absolut gelungen in einem 15 Minuten wieder. Oh nein. Ja. So was dachte ich mir? Oh ja, da kommt der Faust. Na, was? Ich hab die Faust gerade nicht getroffen. Sehr gut! Vielleicht ist das jetzt auch so, dass jetzt immer ein Angriff mehr kommt. Also das heißt, jetzt machen wir den Angriff, dann kommt der Laser wieder. Jetzt ist es so schwer zu dodgen. Ja. Jetzt kommt nochmal das. Ist jetzt nicht so der Überangriff, muss ich fairerweise zugestehen. Und jetzt der Laser.
Schon wieder die Faust? Hey, man kann die echt erst treffen, wenn die losfährt. Was? Das war ja mal sowas von... Kein Hits. Ich mach mal. Okay, aber das scheint mir, als wäre die dritte Phase auch nicht so hart. Das heißt, absolut im Rahmen des Machbaren. Man muss ja fairerweise sagen, dass die Bosse in dem Spiel bisher alle machbar waren. Und mit machbar meine ich auch ziemlich schnell machbar. Nein, nicht genau in der Ecke. Ja. Ich hab mich fast wieder selber gekillt. Das ist mal nicht so nett. Kann ich das machen? War das nicht schon gut? Das Gefühl, ich bin schneller durch als eben. In der ersten Phase bleiben. Das ist echt ein Joke. Müssen wir hier wieder ein bisschen Glück haben? Naja, das ist kein Glück. Das ist doch ein Scherz, oder? Ich finde das auch super, dass er die Schüsse blocken kann, obwohl man ihn nicht als Ziel hat. Gut, aber ist wahrscheinlich logisch, dass er das kann, aber trotzdem. Frech. Ich finde das frech. So, komm her, du. Komm her. Dann wieder der erste Schuss. Ja. So, so. Ich glaube, ich möchte hier halt ernsthaft eher langsam durchgucken. Scheiße. Ich dachte gerade schon ganz lang, ganz leicht, ich hätte verkackt. Einmal. Das wird wieder in die letzte, also in die Bombenphase gehen. Und dann sind die Bomben aber auch wieder weg. Das ist das Schlimme. Oh. Ah, passt. Am besten man löst das Ding halt wirklich in der Mitte aus. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ in der Mitte durchkommt, ist halt ziemlich hoch. Ja, diese Dinger, ne? Die komischen Mickey Mouse Teile. Zieht euch. Scheiße. Das Ding kann auch mal weggehen. Boah, nee. Der könnte gut werden. Ja, will der. Der soll weg. Der soll auch weg. Schützen. Naja, reicht jetzt hier mit Gegnerspawn. Hätte man wieder gerne. Na, das ist auch gar gut, ne? Alter. Oh. Könnte passen, passt ja nicht. Sag mal, habe ich jetzt irgendwie gerade. Ist ja, ich glaube, das ist echt RNG-based. Ob, also was da rauskommt. Na, ich bin gerade ein bisschen kacke im Ausbilden von dem. Oder im Time von dem. Alter, ist das nicht so? Scheiß Fledermaus. Ja, Fledermaus, genau. Ja, scheiß komischer. Kacke Gegner. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese schwarzen Mäuse auch um einiges schlimmer als die anderen Viecher. Ja, das ist doch ein Scherz. Man hat schon so eine... Ja, genau. Boah. Wow. Also gerade ist das wirklich der Inkompetenz-Song, den ihr anstimmen müsste. Aha. Einmal ein bisschen geaimt mit dem Ball, schon geht das. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Ich bin mal gespannt, ob das regelmäßig ist. Das heißt, ob in der zweiten Form dann auch wieder kommt Laser und also diese Funken und dann der Laser oder ob das random ist. Ja, wenn da ein lila Ball kommt, dann heißt das schon die Funken. Das könnt ihr mir vielleicht auch mal merken. Oh. Ganz offensichtlich ist das. Ja, wie lange das braucht, um loszugehen? Schön. Ich dachte halt gerade wieder, ich hätte wieder verkackt. Weil die Faust kann man halt nicht treffen, wenn die noch nicht losgeflogen ist. Das ist ganz minimal öde. Ich weiß auch nicht, ob man mehr Hits jedes Mal braucht. Da direkt wieder.
Willst du mir damit sagen, dass das auch ein RNG-Angriff ist, oder was? Das heißt, dass die Faust eventuell auch... Ja, das schon wieder. Dass die Faust als RNG-Angriff gezählt wird und das heißt, dass sie kommen kann, wie sie kommen will, aber auch... Oh, was ist denn jetzt? Hier. Jetzt hat es noch zwei. Ja. Ja, was ist das denn jetzt schon wieder? So. Ach, Kacke! Ja, ich verstehe. Ja, da habe ich leider zu langsam geschaltet. Das habe ich nicht schnell genug begriffen, was ich da machen sollte. Gut. Fein. Hätte ich da schnell genug geschaltet, dann wäre das auch kein Problem gewesen. Aber auch habe ich nicht. Naja. Stirb, stirb, bitte, bitte stirb. Jetzt hab ich wieder mehr Schaden gemacht. Warum auch immer. Und wann auch immer. Das wäre vielleicht interessanter zu wissen. So. Jetzt. Natürlich. Das erste, was rauskommt, ist natürlich so eine bunte Maus. Und dann kommt natürlich. Ach, da ist wieder so eine scheiß Maus. Die ich nicht mal wirklich vernünftig kaputt bekommen habe. Ah, die schießen also doch. Okay. Das heißt, diese laufenden Dinger auf dem Land, die will man wirklich als erstes töten. Weil, wer sich noch an die Gegner erinnert im Spiel, die können noch schießen. Und wenn die schießen, dann haben die einen ziemlich schnellen Schuss. Gehen dann schon so ein bisschen mit Rapid Fire dadurch. Ja, das wirst du da langsamer. Ah, keine Ahnung, was das gibt. Im Endeffekt beides funktioniert, ja. Ob ich jetzt super langsam oder super schnell bin. Oh mein Gott. Da hätte ich es fast auch noch an den Sand gesetzt. So. Das erste direkt der Bombe ist, das klappt dann immer. Ja. Der muss ich dann ein bisschen. Oh mein Gott. Das Ding muss weg. Was? Das war kein Hit? Marsch. Oh mein Gott. Das ist aber auch gemein, ey, oder Spaß? Wollte ich das jetzt? Ja. Oh mein Gott. Attenhausviecher. Oh mein Gott, der muss weg. Der muss weg. Das ist halt immer so eine Sache, wenn man da versucht darauf zu achten. Wo die Bombendinger hingehen. Ja. Scheiße, hat sich das wieder ausgelöst. Obwohl ich das gar nicht wollte. Okay, war aber vernünftig. Aber hat funktioniert. So, next. Jetzt versuchen wir das nochmal, weil so schwer ist das eigentlich auch nicht. Keine Ahnung, die Angriffe sind halt super easy, die Faust zurückzuschlagen ist okay. Der letzte könnte eventuell mit dem komischen Laser, aber das könnte eventuell nochmal problematisch werden. Das ist echt lange. Welcher halt, weil die... Ich bin ein paar jetzt auch gekommen. So, erst jetzt. Na, nochmal. Ja, das Gefühl, das ist auch nicht ganz ausgeboren hier, der Bossfight. Wenn das, wie gesagt, wenn das wirklich random ist, dann haben wir mal nach, was das. So, die Funken sind ziemlich der ödeste Angriff im ganzen Insel.